Buongiorno, hier kommt Adorno. Ich meine, hier kommt Cristiano, o Kizinho de João. Das hier, ich meine, Badezimmer, con un Dusch Jovem, un Badewanne Fantastico. Aber ich nur eins von 12 Badezimmer, porque dahinter kommen noch welche. Mein Auto, mein Stadion, mein Restaurant. Ich liebe Turin. Es ist wirklich eine tolle Stadt, eine mega Stimmung. Ich ziehe dahin, aber nur als Ronaldo. Da fällt Cristiano ein. Was heißt es, wenn in Turin einer den Verein wechselt, ein Jugador? Es heißt, er macht sich auf und Buffon. Das hier, sehr spektatorisch, das ist meine Zigarrenlounge hier in Turino. Molto bene. Ich zeige euch meine Lieblingszigarre. Das ist die Ciga 7. Die gibt Cristiano Ronaldo noch einem Gig in meiner Kabine aus. Cézanne de João. Weil Cristiano Ronaldo ist Rauchnaldo. Das ist mein Spitzname in der Kabine. Natürlich rauchen die Fußballer. Hallo, das wissen wir doch alle seit Mario Basler. Aber in Turin rauchen sie nur eine Siegeszigarre. Und die kaufen sich die Spieler unter anderem bei Duke in der Galleria San Federico und der Verkäufer. Das war ein geiler Typ. Guck mal hier. Cristiano Ronaldo hat diese Box ausgewählt von Juve. Un Box fantastico. Bagare. Prego, bagare. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che sorpresa. Che bello averla nel mio negozio. Sono molto felice. Cosa posso fare per lei? Sì. Bagare, bagare. Also mit dem Typ hatten wir wirklich mega Spaß. Der war echt gut drauf. Sì, pagare, va bene, ma vuole comprare dei sigari? Grazie per essere venuto nel mio negozio. Vuole scegliere dei sigari? Buongiorno, signor. Buongiorno, buongiorno. Verstehe nur Spanisch. Posso portarla su a scegliere? Ich lasse es mit bagare, ich nehme einfach mit. Ciao. Buongiorno. Oh, was ist das? Das neue Trikot von Cristiano Ronaldo. Ich hab zwar schon eins, aber ich hole mir noch welche. Ich schlafe ja auch damit. Ja, die haben schon doof geguckt, als ich da als Ronaldo reinkam. Und das hätten wir euch natürlich auch gerne gezeigt, aber leider durften wir in dem Laden nicht drehen. Und das, obwohl ich gesagt habe, ich wäre der offizielle Cristiano Ronaldo-Imitator aus Deutschland. Mein Lieblingsrestaurant, das Vintage in Torino. Porque Cristiano Ronaldo hat Hunger auf Pizza Cristiano mit 4 verschiedenen Sorten Selbstbewusstsein. Ciao! Buongiorno! Buongiorno. Ich hatte einen Tisch reserviert für 40 Personen. Benvenuto al Vintage. Ja, für mich alleine. This way. Ja, das ist das Vintage, da geht der ein oder andere Juve-Spieler zum Essen hin und das ist schon ein sehr schöner Laden, sehr diskret. Das hier, das ist mein Ristorante, mais bonito. Hier bin ich Cristiano, hier kann ich Ronaldo sein. Picture? Yes, Pe. Ja, Cristiano Ronaldo macht immer Foto die ganze Zeit. Sü, du sü, muito bon. Wen ich ja ins Herz geschlossen habe, das war ja Umberto, das war der Chef de Maison, sagt man, glaube ich, der Maître, und der klingt so ein bisschen wie unser alter Papst Benedikt. Hier. E poi una bella controfiletto di razza piemontese. Filetto. Di razza piemontese. Con ancora delle verdure alla plancia. Bello. E poi finire con uno zabaglione. Zabaglione. Che ti dà la forza. Forza. Forza Italia. Forza Juve. Molto bon. Perfekt. Einmal zum Mitnehmen. Dankeschön. Vamos, arriba, Umberto. Hier, ich esse nur noch Trüffel, habe ich selbst erschnüffelt. Ah, es war so schön da. Und wir wurden dann auch gefragt nach dem Dreh, ob wir noch was essen wollen. Da habe ich gesagt, komm, wir dürfen umsonst hier drehen, dann essen wir, lassen wir auch ein bisschen Kohle da. Und dann gab es schöne Trüffellinguine und es gab teuren Barolo. Und dann war ich später an der Kasse, wollte mit der Karte zahlen, weil es natürlich ein bisschen, ne, so viel Bargeld hatte ich nicht dabei. Und dann sagt Umberto, no, you are my guest, grazie, Mr. Ronaldo. Ja, ich habe am Stadion ungefähr eine halbe Stunde den Ball hochgehalten und irgendwann sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie so ein Auto, ein offizielles Auto von Juventus Turin vorfährt. Die hatten uns nämlich oben über die Überwachungskamera gesehen und ich dachte so, oh Scheiße, jetzt gibt's Ärger. Sagt er, nö, wir haben euch über den Monitor beobachtet und wollten einfach nur so gucken, was hier los ist. Und wir gedacht, das ist ja nett. Und dann konnten wir weiterdrehen und nach 2 Minuten kam dann der erste Journalist und wollte mit Matze Knob, dem Ronaldo aus Deutschland, ein Interview führen. Also wir hatten einen Lauf. Schreibt doch mal in die Kommentare, was hat euch gefehlt? Was hättet ihr noch gerne gesehen? Außerdem diesen Clip gucken, den hier und abonnieren. Willkommen in Matze Knopien. Das neue Comedy-Live-Programm von Matze Knob ist da. Tickets und Termine unter www.matzeknob.de.